Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Heute spreche ich mal wieder über Bücher, wer hätte es gedacht. Abgesehen von den Buchneuerscheinungen ist es relativ lange her, dass ich das getan habe, aber here we go, besser spät als nie. Ich habe wieder mal festgestellt, dass es wirklich Quatsch ist, so lange mit Rezensionen zu warten. Die Erinnerungen sind einfach nicht mehr so frisch. Das Gute war, dass ich mir zu den Büchern aber auch viele Notizen gemacht habe, teilweise auch im Stars Hollow Book Club, für den wir mittlerweile übrigens sogar einen Hoodie haben. Ich werde euch da mal ein Bild einblenden und dann auch noch so eine Detailaufnahme. Ich muss sagen, ich bin auch wirklich stolz drauf. Bei Instagram habe ich auch ein Gewinnspiel veranstaltet. Das hat dann ein Mitglied vom Stars Hollow Book Club gewonnen. Aber man kann es jetzt auch online bestellen. Ist nicht so teuer, Top-Qualität und das Logo ist sogar aufgestickt und nicht nur aufgedruckt, sodass es auch Waschgänge problemlos übersteht, ohne jetzt irgendwie zu verblassen oder dergleichen. Ich liebe ihn einfach und er ist so warm und kuschelig, perfekt so für die Herbst- und Winterzeit. Und momentan lesen wir ja im Stars Hollow Book Club die Buddenbrooks, was ich sehr liebe. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu lesen. Und auch da finde ich, dass es toll in die Jahreszeit passt. Und mittlerweile hat es sich tatsächlich auch zu einem meiner Lieblingsbücher entwickelt. Von all denjenigen, die wir im Stars Hollow Book Club gelesen haben. Darum soll es aber nicht gehen. Ich werde dann im nächsten Lesemonatsvideo ausführlich darüber sprechen. Wahrscheinlich werde ich dazwischen auch mal pausieren müssen, weil Picknick kommt. Ich bekomme eine Lebensmittellieferung. Und ich habe mir trotzdem gedacht, ich fange jetzt einfach schon mal an. Ich weiß auch gar nicht, ob der Akku so lange hält, weil ich habe einiges zu besprechen. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe keinen Schimmer, wie lang dieses Video wird. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ihr findet wie immer die Timecodes in der Infobox, damit ihr auch an die Stellen springen könnt, die euch interessieren, falls ihr jetzt nicht zu allen von mir vorgestellten Büchern meine Meinung hören wollt. Ich kann so viel schon mal vorab sagen. Es waren richtige Highlights dabei. Der Großteil der Bücher war gut, auf jeden Fall, teilweise sogar sehr gut. Aber es gab auch einen richtigen Fail. Und da hätte ich ehrlicherweise gar nicht damit gerechnet, dass das der Fall sein könnte. Aber man wird eben immer mal wieder eines Besseren belehrt und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Außerdem werde ich euch noch zeigen, welche zwei Bücher von der Buchhandlung Jakob in den letzten Monaten im Zuge meines Abos bei mir eingezogen sind. Darüber spreche ich dann aber erst am Ende. Ich würde also sagen, holt euch einen Kaffee oder Tee. Es kann dauern. Let's go! Beginnen möchte ich mit einem Buch, was wir mittlerweile tatsächlich vor einiger Zeit im Stars Hollow Book Club gelesen haben, nämlich mit Harper Lees Wer die Nachtigall stört. Der Roman lag seit einer gefühlten Ewigkeit bei mir auf dem Sub und ich habe keinen Schimmer, wieso das so war. Es zählt meiner Meinung nach auf jeden Fall zu den Klassikern, die man gelesen haben muss. Es ist ein grandioses Buch, das kann ich schon mal sagen, hat mir sehr gut gefallen. Nicht ganz so gut wie das zweite Werk, das wir in den letzten Monaten im Buchclub gelesen haben, aber es war doch sehr nah dran und letztendlich glaube ich auch nicht, dass man die beiden miteinander vergleichen muss. Das ist gar nicht notwendig. Sie sind nämlich beide auf ihre Art und Weise top aktuell. Bis heute kann man inhaltlich viel für sich draus mitnehmen und wenn das Autoren schaffen, ist das schon eine ganze Menge meiner Meinung nach. Und zwar geht es hier um die Geschwister Scout und Jem Finch, die in einem fiktiven Ort namens Maycomb in Alabama aufwachsen. Es ist sehr idyllisch dort, sie sind umgeben von Villen und tropischen Bäumen und ihr Vater Atticus ist Anwalt, also er ist ein sehr gerechter, ruhiger, menschenfreundlicher Mann. Ja, nach außen hin wirkt hier erstmal alles total perfekt. Aber dieser Schein trügt. Und das Buch behandelt ernste Themen, vor allem bezogen auf die Hautfarbe, aber auch auf das Verhältnis von Arm zu Reich. Und die Handlung baut sich eigentlich um einen bestimmten Fall herum auf. Und zwar übernimmt Atticus die Verteidigung eines schwarzen Landarbeiters, der angeblich ein weißes Mädchen vergewaltigt haben soll. Und ab dem Zeitpunkt erfährt Scout, dass das Leben weit komplizierter ist, als sie jemals gedacht hatte. Sie sieht, wie ihr Vater handelt. Sie selbst ist eine Person, die ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Vorstellungen hat und auch nicht davor zurückschreckt, diese nach außen zu vertreten. Das Problem daran ist aber, dass das Buch zu einer Zeit spielt, also genauer gesagt zwischen 1933 und 1935, in welcher bestimmte Denkweisen und Muster hochgehalten wurden und Menschen, die aus der Reihe fielen, argwöhnisch betrachtet oder sogar ausgestoßen wurden. So traurig das auch ist. Das Buch ist aus der Ich-Perspektive erzählt, nämlich aus der Sicht von Scout, was natürlich bedeutet, dass das, was wir als Leser mitbekommen, doch recht subjektiv ist.
Aber gerade das fand ich gut, weil nämlich die Sicht eines Kindes auf diese Themen nochmal eine ganz andere und vor allem auch unvoreingenommenere ist, wovon Erwachsene mehr lernen können, als sie manchmal denken. Scout und Atticus waren auch definitiv meine Lieblingsprotagonisten. Sie deswegen, weil sie ihren eigenen Willen hat und Atticus deshalb, weil er sich voll und ganz seiner Aufgabe gewidmet hat, für Gerechtigkeit zu sorgen und dafür auch wirklich an seine Grenzen gegangen ist. Er ist immer sich selbst treu geblieben. Der Autorin, die für das Werk übrigens auch mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, gelang es außerdem sehr gut, den Ort anschaulich zu beschreiben, mitsamt aller Bewohner. Also wir konnten uns Maycomb perfekt vorstellen. Es hat für meinen Geschmack etwas zu lange gedauert, bis das Buch wirklich Fahrt aufgenommen hat und der Fall genauer beschrieben wurde, der ja das Hauptthema ist. Das steht auch hinten im Klappentext, aber ich konnte noch ganz gut drüber hinwegsehen, dass man da dann schon recht weit fortgeschritten war im Buch, als das erste Mal Thema war. Dass ich darüber hinwegsehen konnte, gelang auch deshalb so gut, weil auch andere Bewohner einen großen Stellenwert einnahmen. Zum Beispiel eine bestimmte Familie, die ja recht gruselig auf andere wirkt, könnte man sagen, oder recht eigen. Und es gibt gewisse Vorbehalte gegenüber ihnen. Da kann ich jetzt allerdings nicht so genau drauf eingehen. Allerdings lernt man durch das Buch einmal mehr, dass man sich immer erst mit den Menschen beschäftigen sollte, mehr über sie erfahren sollte, ehe man urteilt. Das war so gesehen für mich eine spannende Nebenhandlung. Was ich anfangs ein bisschen irritierend fand, war das Verhältnis zwischen den Kindern und Atticus. Sie haben ihn nämlich immer mit Atticus angesprochen und nicht mit Vater oder irgendetwas Vergleichbarem. Das fand ich erst sehr befremdlich und auch ziemlich distanziert. Und da wusste ich zu Beginn noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Allerdings muss ich schon sagen, dass man im Laufe der Lektüre das Band zwischen ihnen durchaus spürt. Die Einstellung Atticus war für diese Zeit unheimlich fortschrittlich. Und als es dann letztlich eben zu der Verhandlung kam, deren Ausgang ich natürlich nicht verrate, habe ich auch noch mal stark darüber nachgedacht, was der Unterschied zwischen einer moralisch richtigen Entscheidung und der rechtmäßigen Entscheidung ist. Wenn man Glück hat, fällt das zusammen. Manchmal ist es aber eben auch nicht so. Und das ist was, glaube ich, für immer eine Rolle spielen wird, egal bei welchen Gerichtsfällen. Erst am Ende des Buches erfährt man dann auch, wie es zu dem Titel kam, wer die Nachtigall stört. Das kann man sich schließlich nicht einfach so ableiten. Fand ich persönlich gut, da dann nochmal ein Rahmen geschlossen wurde. Und ja, grundsätzlich kann ich sagen, es war ein emotional aufwühlendes Buch, das mich noch lange beschäftigt hat. Und wenn ihr es noch nicht gelesen habt, macht nicht denselben Fehler wie ich und lasst es im Schrank versauern. Auf gar keinen Fall. Es muss gelesen werden und das ist, glaube ich, auch ein Buch, das man mehrfach zur Hand nehmen kann. Genau. Weiter geht es mit einem absoluten Highlight für mich. Und ich glaube aber, das habe ich schon mal in einem Vlog erwähnt, dass ich dieses Buch nicht für jedermann einfach so empfehlen kann. Ich glaube, es wird Menschen geben, die das gar nicht mögen. Bin ich mir relativ sicher. Ich meine, das hat man natürlich immer, weil die Meinung sehr subjektiv ist, aber hier habe ich das einfach richtig beim Lesen gemerkt, weil ich mir währenddessen überlegt habe, wie ich das Buch in einem Lesemonat präsentieren kann, damit euch klar wird, warum man es meiner Meinung nach lesen muss. Und das finde ich eben gar nicht so einfach in dem Fall. Ich spreche von Berta Isla von Javier Marias. Es gibt da so gesehen noch den zweiten Band, die Fortsetzung, die heißt Thomas Nevinson. Habe ich schon zu Hause, weil ich weiterlesen muss. Es geht nicht anders. Das hatte ich bei Dussmann in Berlin mitgenommen. Da hatte ich ja auch einen Vlog dazu gedreht. Wichtig ist ja auch, wenn man sich dafür interessiert, dass man das der Reihenfolge nachliest, weil das chronologisch erzählt ist. Also der zweite Band knüpft an das Geschehen an, das im ersten Band abgedeckt wird. Da liegen ein paar Jahre dazwischen. Es geht hier um Berta und Thomas, die sich seit ihrer Jugend in Madrid kennen und sich früh für ein gemeinsames Leben entschieden haben. Sie sind auch kein typisches Paar, beide relativ eigen, verbringen viel Zeit getrennt voneinander, sind auch nicht unbedingt treu, das wird direkt zu Beginn deutlich. Und Thomas begeht während seines Studiums in Oxford einen schwerwiegenden Fehler, den ihr selbst nachlesen müsst. Um einer Haftstrafe zu entgehen, beginnt er damit, für den britischen Geheimdienst zu arbeiten. Die Arbeit bringt natürlich mit sich, dass man Geheimnisse hat. Man darf nichts nach außen tragen, selbst nicht gegenüber den Personen, die einem sehr nahe stehen. Dennoch ist es natürlich so, dass Berta irgendwann spürt, dass er ein Doppelleben führt. Er ist sehr lange am Stück weg, verhält sich teilweise seltsam, sodass sie einen gewissen Verdacht hat.
Als er dann während des Falklandkrieges spurlos verschwindet, muss sie sich endgültig fragen, wer ihr Mann eigentlich war. Wusste sie überhaupt jemals, wer die Person ist, für die sie sich entschieden hat? Das kann einen ja ganz schnell in eine Sinnkrise stürzen. Bertha ist aber eine Frau, die sehr resilient und stark ist, so habe ich sie zumindest empfunden. Und ja, die Geschichte, das ist ja wirklich kein dünnes Buch, es umfasst 650 Seiten, handelt eigentlich vorrangig vom Warten, der Liebe und dunklen Geheimnissen. Die Basis stellt natürlich eben genau diese Liebe dar und es geht stark mit der Frage einher, was man im Zuge dessen bereit ist zu ertragen und aufzuopfern. Das Leben geht weiter, die Jahre ziehen ins Land und es geht stark darum, mit welchen Gedanken Bertha konfrontiert wird in dieser Zeit. Dazwischen bekommen wir Thomas' Gespräche mit Mitgliedern des Geheimdienstes mit. Man erfährt die Verstrickungen, Abhängigkeiten, aber vor allem auch Täuschungen, die das ganze Leben beeinflussen. Sein ganzes Leben. Und auch das kann jemanden in eine Sinnkrise stürzen, sodass definitiv nicht nur Bertha betroffen ist. Diese lange Zeit des Wartens spiegelt sich auch in der Länge des Buches wieder, habe ich ja gerade schon gesagt. Und teilweise dachte ich, naja, handlungstechnisch ist gar nicht so viel Neues passiert. Und trotzdem habe ich das Buch geliebt, weil es so gut geschrieben ist. Der Autor ist einfach ein toller Erzähler. Er findet Worte, um etwas zu beschreiben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Alles wirkt so lebendig und real. Und dadurch, dass es sich auch der Realität bedient bei seinen Geschichten, lernt man bei der Lektüre auch noch was dazu. Es ist also keine reine Liebesgeschichte, sondern auch auf politischer Ebene bzw. geschichtlicher spannend. Und gerade aufgrund der Lebendigkeit und Vielfältigkeit der Charaktere war es auch so, dass ich immer dranbleiben wollte. Ich habe es wirklich verschlungen und fand keine einzige Seite darin zu viel. Im Gegenteil, ich war traurig, als es zu Ende war. Besonders gut hat mir gefallen, dass er nicht nur inhaltlich, sondern auch stilistisch einen Rahmen geschlossen hat, was die Erzählweise anbelangt. Nämlich, das kann man sagen, das steht nämlich hinten auf dem Klappentext, im ersten Kapitel und in einem der letzten. Es ist der Satz, es gab eine Zeit, da war sie sich nicht sicher, ob ihr Mann war. Und genau dieses Thema zieht sich eben komplett durch. Und das fand ich allein auf dieser formalen Ebene toll, dass er diese Wiederholung genutzt hat. Ich liebe sowas, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das Buch typisch für den Autor ist. Ich hatte nämlich bei Dussmann ein wahnsinnig dickes Werk von ihm in der Hand, das ursprünglich in 3 Teilen erschienen ist, meine ich. Und zwar war das Buch Dein Gesicht morgen. Ihr müsst mal den Klappentext lesen. Ich finde, das klingt hochspannend. Und man merkt, dass er schon immer wieder ähnliche Themen abdeckt. Als ich darin gelesen habe, habe ich unfassbar lange verschachtelte Sätze vorgefunden. Er ist wirklich bekannt für seine Einschübe. Da musste ich beim Lesen hochkonzentriert bei der Sache sein. Bei Bertha Islar war das aber nicht so. Auch hier findet man das, aber es gelingt einem ohne große Mühe, den Inhalt zu erfassen und recht schnell vorwärts zu kommen. Trotzdem muss ich sagen, dass Dein Gesicht morgen auf meiner Wunschliste steht und ich mich sehr gerne heranwagen würde in näherer Zukunft. Also mal sehen. Ich werde aber auf jeden Fall erstmal Thomas Nevinson lesen. Einfach weil große Liebe. Ne? Und nicht zuletzt muss ich eines noch hervorheben. Der Autor ist auch, ich weiß nicht, ob gewollt oder nicht, unheimlich witzig, meinem subjektiven Empfinden nach. Und zwar war da vor allem eine Stelle, also es ist eigentlich generell an den Stellen, an denen er unheimlich bissig und böse formuliert. Ich denke da vor allem an eine Szene, da sieht Bertha einen Bekannten aus der Vergangenheit. Sie beobachtet ihn aus der Ferne und beschreibt sein Aussehen. Die beiden sind seit ihrem letzten Treffen stark gealtert und ihr fallen die Unterschiede zu damals auf. Und es ist so böse, verwerflich und falsch und trotzdem musste ich einfach nur lachen. Es war wirklich unangebracht bis ins Letzte, aber ich hatte so eine Situation beim Lesen, glaube ich, noch nicht. Also jemals. Es war, glaube ich, ein Tick zu ehrlich und zeigte, dass es manchmal vielleicht, ja, besser war, eine Erinnerung zu behalten, anstatt unbedingt nochmal die Realität erfahren zu wollen. Da möchte ich euch auch eine Szene auf der Seite 472 vorlesen. Und zwar geht es da genau um den Mann, der einen japanischen Zopf trägt. So hat sie das bezeichnet. Und ja, macht euch einfach selbst ein Bild. Also er trug diesen japanischen Zopf, Zitat Beginn, wie die Samurais, eine Art Springbrunnen, ein Pompon. Damals sah man bei Männern schon öfter Pferdeschwänze. Das mit dem aufrechten Zöpfchen war eine Neuheit. All das hat seitdem ad nauseam gewuchert als abgedroschene Originalität.
Eine entsetzliche Neuheit, wie mir schien. Ich hatte das Gefühl, dass man Zopfträgern nicht trauen konnte. Bei jemandem mit japanischem Haarknoten wechselte man besser die Straßenseite und suchte das Weite. Umso mehr, wenn er eine Glatze kompensieren und von ihr ablenken sollte. Jeder hat eine leichtfertige, willkürliche Seite und so klammerte ich mich an diese groteske Kopfverzierung und beschloss, nicht hinunterzugehen. Für mich war sie der Gipfel der Affektiertheit und des Schwachsinns. Ich fand es mega witzig. Unangebracht, aber witzig. Kurzum, ich liebe dieses Buch. Schaut mal, ob ihr eine Leseprobe findet und ihm etwas abgewinnen könnt. Gebt dem Autor eine Chance und wer weiß, vielleicht liebt ihr ihn bald so sehr wie ich. Dann habe ich noch ein Hörbuch gehört. Das blende ich euch hier ein, wenn es klappt. Und zwar von Matthew McConaughey, Green Lights. Ich hatte schon länger vor, das Buch entweder eben zu lesen oder zu hören und habe dann gesehen, dass er es selbst eingesprochen hat, auf Englisch logischerweise, was dann letztlich dazu geführt hat, dass ich das Hörbuch gewählt habe. Er hat das auch grandios gemacht, richtig gute Erzählstimme, sehr authentisch. Ich mag ihn als Schauspieler gerne und finde, dass er einen sympathischen und vor allem reflektierten Eindruck macht, ja, und einfach auf dem Boden geblieben ist. Er erzählt uns hier letztendlich seine Lebensgeschichte. Da könnte man sagen, naja, interessiert mich jetzt nicht so, muss ich nicht wissen, weil mich der Schauspieler nicht interessiert, das kann sein. Aber er verknüpft diese Erfahrungen auch mit Lebensweisheiten, wenn man so möchte, weil er offen mitteilt, was ihm weitergeholfen hat und wann er sich in der Sackgasse befand. Und oft war es eben nur die innere Einstellung oder der Blickwinkel, der einen entscheidenden Unterschied gemacht hat. Er nutzt dieses Symbol der Ampel, würde ich mal sagen, um seinen Weg zu beschreiben. Also wenn es sich richtig anfühlte, es weiterging, es keine Blockaden gab und er am Ende dort angekommen ist, wo er sein sollte, dann war das definitiv ein Moment, der mit Green Light beschrieben werden konnte. Ich würde sagen, dass er auch ein recht spiritueller Mensch ist und Zeichen, Symbole deutet, aber auch jetzt nicht auf so eine abgedrehte Art, ja. Er kennt Besonderheiten, die das Leben mit sich bringt, so würde ich das formulieren. Die Erzählungen oder Infos aus vergangenen Jahren basieren auch auf seinen Journal-Einträgen. Also er schreibt selbst Tagebuch, was ich auch wieder toll finde, muss ich glaube ich nicht erklären warum. Und das ist das Spannende. Teilweise waren das ja Einträge, die er vor Jahrzehnten geschrieben hat, in einem völlig anderen Lebensalter. Und das ist schon spannend, sich das rückblickend zu Gemüte zu führen und zu überlegen, ergab das damals überhaupt Sinn aus heutiger Sicht? Hat man sich vielleicht zu Unrecht Sorgen über bestimmte Dinge gemacht? All das. Und er erzählt wirklich angefangen von seiner Kindheit über seinen beruflichen Weg, bevor er überhaupt zur Schauspielerei gekommen ist. Und dann aber natürlich auch, ja, genau diesen Punkt, also den Punkt der Schauspielerei. Er erzählt aber auch von der großen Liebe, einigen Irrwegen davor. Und dann aber auch von dem Moment, als seine Kinder auf die Welt kamen. Und das, was man wirklich spürt, ist diese Entwicklung und sein permanentes Hinterfragen. Ist das noch mein richtiger Weg? Oder war es mal der richtige? Es hat sich aber verändert. Kein Green Light mehr sozusagen, sondern es ist dann einfach ein Richtungswechsel erforderlich gewesen. Und das mochte ich sehr, weil er authentisch wirkt, sich selbst treu bleibt. Es ist daher, weiß Gott, nicht nur was für Fans von ihm. Also so würde ich mich ja selbst auch nicht bezeichnen. Es ist vielmehr inspirierend, einen Mann zu begleiten, der in seinem Leben viel erreicht hat, privat, beruflich. Aber das kam eben auch nicht einfach nur so. Es kam ihm nicht zugeflogen. Er ist meiner Meinung nach einfach nur sehr intelligent und zwar nicht nur auf dieser rein sachlichen Ebene, sondern vielmehr auf der emotionalen. Ich kann es total empfehlen und würde eben vor allem das Hörbuch positiv hervorheben. Und ich glaube, zwischendurch ist es jetzt einfach mal Zeit für ein kleines Desaster. Ich habe so viel geschwärmt und hole uns jetzt auf den Boden der Tatsachen zurück. Nein, mal ehrlich, also ich tue mich immer schwer damit, ein Buch auf die Art und Weise zu zerreißen, wie es mir eigentlich manchmal in den Kopf kommt. Weil trotzdem ist es ja immer so, dass eine große Arbeit und Leistung von Seiten des Autors dahinter steckt. Und ich möchte das nie mit Füßen treten, aber muss halt einfach sagen, dass mein ehrlichstes Fazit zu diesem Buch belangloser Mist wäre. Es tut mir leid und alle Fans können mich gleich auch auseinandernehmen. Ich muss auch sagen, ich lese oder schaue auch manchmal Serien. Die könnte man wahrscheinlich auch so beschreiben. Aber das irgendwie, das war schon nochmal eine andere Liga, glaube ich. Ich weiß nicht. Und ich möchte da jetzt auch gar nicht sagen, dass man nur bestimmte Literatur lesen soll und so weiter. Das ist ja auch alles Quatsch, ne? So wie jeder halt mag. Aber trotzdem,
kommt da jetzt meine ehrliche Meinung dazu. Das einzig Positive an dem Buch ist, dass ich wieder was auf Englisch gelesen habe. Ich würde sagen, das war es dann aber auch. Ich spreche von der allseits geliebten Taylor Jenkins Reid. Und zwar habe ich Daisy Jones and the Six gelesen. Und ich hatte eigentlich auch vor, noch mehr von der Autorin zu lesen. Allerdings glaube ich nicht, dass das in näherer Zukunft passiert. Ich habe das Buch in Dublin in einem Buchladen gekauft, nachdem der ganze Hype natürlich nicht an mir vorbeigegangen ist. Ich wollte wissen, was es damit auf sich hat. Es geht um eine Band, die zuerst wenig erfolgreich war, bis eine Dame hinzugekommen ist, nämlich Daisy Jones. Sie und der Sänger der Band waren einfach ein Perfect Match, so gesehen. Die Massen waren begeistert, die Songs gingen richtig durch die Decke. Es waren richtig gute Zeiten, bis es zum großen Knall kam und sich die Band trennte. Und in dem Buch geht es eben darum, herauszufinden, was genau dazu geführt hat. Was ganz toll war, war so diese Atmosphäre und der Vibe aus den 70ern. In der Zeit spielt das Buch nämlich. Das war gut dargestellt, allerdings war es das auch für mich. Also mir gefiel allein die Erzählweise nicht. Und dadurch, dass ich zuvor keinerlei Rezensionen gelesen oder gehört habe, ich habe nur mitbekommen, dass jeder darüber spricht, war ich nicht darauf vorbereitet. Es ist sozusagen das Interview aufgezogen. Also es werden Fragen gestellt und die einzelnen Bandmitglieder beantworten sie. Führt natürlich dazu, dass verschiedene Blickwinkel beleuchtet werden. Aber für mich blieb das alles so an der Oberfläche. Keinerlei Tiefe. Null. Es ging um Drogen, Alkohol, also generell Süchte, zwischenmenschliche Probleme. Alles eigentlich Themen, die mich interessieren. Ich will ja immer wissen, wie die Figuren dorthin gelangt sind, wie sie damit umgehen. Aber ich darf niemals das Gefühl haben, dass da keine tiefgreifende Story dahinter steckt. Wenn ich dieses Gefühl habe, dass die Protagonisten teilweise einfach aus der Langeweile heraus handeln, bin ich raus. Und dass sie sich beispielsweise selbst Probleme schaffen, also auch bei Beziehungen, die sie nicht haben müssten, geht mir so auf den Senkel. Drama hier, Drama da, also vollkommen unnötig. Und dafür habe ich keinerlei Geduld. Die Autorin ist auch mit ihrer Sprache nicht sonderlich hervorgestochen für mich. Ist auch schwer möglich, wenn man hier die Interviewform wählt, weil man da nicht sein Können zeigen kann, meiner Meinung nach, allein aufgrund der Tatsache, dass Menschen ja auch immer Umgangssprache pflegen, die deutlich vereinfacht ist. Und ich kann wirklich nicht viel mehr dazu sagen. Ich fand es grottenschlecht und werde mal schauen, ob ich hier irgendwann noch mal eine Chance gebe. Ich habe es aber nicht eilig. Und das einzig Positive, was ich vielleicht sagen kann, ich habe tatsächlich die Serie geschaut und die fand ich nicht schlecht, weil die Kleidung, das nostalgische Setting und die Musik, weil die Songs ja auch aufgenommen wurden und echt teilweise gut sind, es auch wirklich besonders gemacht haben. Also deswegen, das ist für mich so ein seltener Fall, in welchem die Serie deutlich besser ist als das Buch. Aber wenn ihr es gelesen habt oder andere Bücher der Autorin, lasst bitte trotzdem eure Meinung da. Ich bin sehr gespannt auf andere Eindrücke, gerade weil sie mir wahrscheinlich so fremd sind oder fernliegen. Ich möchte dem Ganzen aber trotzdem offen begegnen. Also teilt mir gerne eure Meinung mit. Weiter geht es mit dem nächsten Buch, das wir im Stars Hollow Book Club gelesen haben. Und zwar war das Drachenläufer von Khaled Hosseini. Und ich habe es ja schon angekündigt. Auch das ist ein Buch, das ich nicht vergessen kann. Es erzählt hier von einem Schicksal zweier Jungen, Amir und Hassan, und der Geschichte ihrer unglücklichen Freundschaft. Es deckt die Themen Liebe, Verrat, Trennung und Wiedergutmachung vor dem Hintergrund der jüngsten Vergangenheit Afghanistans ab. So steht es auf dem Klappentext. Ich muss zugeben, dass ich darüber generell sehr wenig weiß und deswegen aber auch viel Neues bei der Lektüre erfahren konnte. Vieles, was mich erschüttert, verstört hat, anders kann man es nicht sagen. Zu Beginn wird ihre Freundschaft beschrieben und vor allem die grenzenlose Loyalität Hassans gegenüber Amir. Und wie der Autor das beschrieben hat, war für mich mit Abstand das Bewegendste bei der gesamten Lektüre, weil das permanent eigentlich eine Rolle spielt. Es wurde auch die Beziehung zwischen Amir und seinem Vater, der Baba genannt wird, beschrieben. Und auch die war aufgrund vergangener Ereignisse nicht ganz einfach. Und meiner Meinung nach ist sie auch ausschlaggebend dafür, was im Folgenden alles an Grausamkeiten passiert. Die Beziehung ist nicht allein ursächlich dafür, aber nimmt eben doch einen großen Teil dessen ein und hat mir wieder mal gezeigt, wie sehr die persönlichen Hintergründe bei dem eigenen Handeln mit reinspielen. Von Anfang an ist hier ein gewisses Machtgefälle, nenne ich es mal, zwischen Amir und Hassan,
was einfach am geschichtlichen, politischen Kontext auch liegt, von dem sich die beiden nicht frei machen können und auch der Rest der Gesellschaft nicht. Und das ist so dramatisch, komplex und führt auch zu einer inneren Zerrissenheit, die vor allem bei Amir deutlich wird. Und das ist beim Lesen schwer zu ertragen. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, weil man selbst lesen muss, wie sich die Freundschaft entwickelt. Relativ zu Beginn passiert auch etwas sehr Grausames. Und jetzt, da ich über das Buch spreche, erinnert es mich auch stark an sehr aktuelle Geschehnisse in der heutigen Zeit, weswegen dieser Roman weiterhin auch top aktuell bleibt, da bin ich mir sicher, leider. Und man ihn eben auch lesen muss, um ein besseres Verständnis von der Welt zu bekommen und nicht nur von seinem eigenen kleinen Kämmerlein. Das Buch hat also definitiv was Augenöffnendes. Was ich aber sagen kann, ist, dass hier noch ein Ortswechsel stattfindet. Wir verbringen dann auch lange Zeit in den USA, bis irgendwann eine Rückkehr erfolgt und sich die Realität der Gegenwart stark von der Vergangenheit unterscheidet. Ab da geht es vor allem um das Thema Reue, wie man damit umgeht, wie einem vielleicht wieder eine Wiedergutmachung gelingt, und es führt zu einem Verständnis, das man als Kind vielleicht gar nicht so haben konnte, aber man erkennt rückblickend die Fehler. Und diese Fehler sind auch stark auf das Ungleichgewicht und die Ungerechtigkeit zwischen verschiedenen Menschengruppen zurückzuführen. Und das führt zu dramatischen Erlebnissen, von denen man sich nicht mehr erholt. Bei dem Buch würde ich persönlich sagen, besser nur dann lesen, wenn man das gerade ertragen kann. Ich fand es nicht ohne. Es geht auch noch um Krankheit, Liebe. So viele zwischenmenschliche Konstellationen werden eigentlich abgedeckt. Also es ist irgendwo sehr mächtig. Am Schluss haben alle Figuren einen würdigen Abschluss gefunden. Und ich mochte den Roman auch von seiner Machart, weil der Autor einige Symbole immer wieder aufgegriffen hat, wie beispielsweise den Drachen. Ich habe auch noch 1000 strahlende Sonnen von ihm hier. Das war auch mal bei einer Rebuy-Bestellung dabei. Liegt auch schon ewig auf dem Sub, Leute. Und einige meinten, dass das noch besser sein soll, was ich mir kaum vorstellen kann. Aber ich bin gespannt. Falls ihr beide schon gelesen habt oder ja auch nur eines davon, hinterlasst gerne eure Meinung. Ich bin sehr gespannt. Ein toller Autor, muss ich sagen. Also es ist ein grandioses Buch. Kann ich auch nur da wieder dazu sagen, das wird auch in meinem Bücherregal bleiben, weil das ja war definitiv beim Lesen ein einschneidendes Erlebnis für mich. Und dann geht es auch schon weiter mit Leiter von Young Pueblo. Ich habe erst ein Video zu seiner Inward-Trilogie hochgeladen. Das sind 3 Bücher, die ich in den letzten Monaten gelesen habe. Dabei handelt es sich aber um Poesie bzw. Kurzprosa. Und passt halt nicht so ganz in dieses Format hier rein. Finde ich auch immer sehr schwer zu rezensieren. Falls euch das aber genauer interessiert, schaut gerne bei dem Video vorbei. Verlinke ich euch auch oben wieder. Und dieses Buch jetzt hier gibt es meines Wissens nur auf Englisch. Es ist aber leicht verständlich. Und es ist so gesehen ein Lebensratgeber vielleicht, aber das hört sich immer so hochtrabend an. Also es ist ein Buch, das zeigt, dass der Weg nach innen dazu führen kann, die Schwere herauszunehmen, wieder mehr Leichtigkeit im Leben zu empfinden und sich vor allem selbst zu heilen. Es betont immer wieder, dass der Mensch dazu in der Lage ist, genau das zu tun, also sich selbst zu heilen, indem man Mitgefühl für sich selbst aufbringt, loslässt, mehr emotionale Reife erlangt, klarer denkt und nicht mehr so tief in der Vergangenheit lebt und im damit verbundenen Schmerz. Der Autor erzählt, an welchem Punkt er selbst war. Er war nämlich auch von einer Sucht betroffen. Es gelang ihm nicht, eine gute, erfüllte Beziehung zu führen, bis er Meditation für sich entdeckt hat, das Schreiben und grundsätzlich den Weg nach innen, also einfach die Auseinandersetzung mit sich selbst. Genau da liegen nämlich auch die Lösungen. Es ist in mehrere Kapitel aufgeteilt, wie zum Beispiel Selbstliebe, Heilung, Loslassen, eine eigene Praxis für sich finden, die eben auch hilft, emotionale Reife, Beziehungen, Herausforderungen während des Heilungsprozesses und so weiter. Und er zeigt auch immer wieder auf, dass sich die Veränderungen im Innen auch im Außen widerspiegeln. Also alles wird dadurch um so vieles leichter. Ich muss da immer an den Song von Michael Jackson denken, Man in the Mirror, weil der eigentlich genau das abdeckt, meiner Meinung nach. Und ja, das aber nur so am Rande. Ich mag seine reflektierte Herangehensweise, dass er es einfach vermitteln kann und jeder für sich was rausziehen kann, was einen zum Nachdenken anregt. Und am Ende nahezu jedes Kapitels, glaube ich, stehen immer Fragen, die man sich selbst stellen sollte. Und die sind so gut gewählt und formuliert, dass man da auch wirklich mehr über sich selbst erfährt. Ich finde es bereichernd.
empfehle es jedem, der offen dafür ist und sich damit auseinandersetzen möchte. Und ich kann nur noch mal betonen, dass man sich mit dem Autor in Form von Videos auf YouTube oder in Form von Instagram-Posts auseinandersetzen sollte, um dann den ersten Eindruck zu erhalten. Dann merkt man schon, ob das ja für sich selbst in die richtige Richtung geht. Gerade bei YouTube hat er auch ganz viele Interviews gegeben. Da erfährt man dann einiges zu seinen Ansichten. Ich kann mir vorstellen, dass das viele halt recht speziell finden. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass es einen entweder anspricht oder halt überhaupt nicht. Aber deswegen empfehle ich da auch einen Blick drauf zu werfen eben. Und dann sind wir beim letzten Buch angekommen. Wuhu! Wie lange quatsche ich schon? Keine Ahnung. Und zwar bei Shelley Reed, Go as a River. Auch eines meiner Highlights in 2023. Ich hatte noch einen Büchergutschein von meinem Geburtstag. Das war dieses Jahr auch wirklich der einzige. Und ich habe mir gedacht, welches Buch hole ich davon? Ich bin ziellos in den Buchladen gegangen und bin dann auf dieses Buch gestoßen. Und das Interessante war, dass mich davor der Fluss als Motiv, als Symbol bereits beschäftigt hatte, weil ich das Bild mag, dass der Fluss sich um alle Hindernisse herumschlängeln kann und davon nicht aufgehalten wird. Und dann nehme ich dieses Buch in die Hand, dessen Klappentext inhaltlich auch genau das verspricht. Es war irgendwie Schicksal, glaube ich. Auf Deutsch ist es auch schon erschienen, da heißt es, soweit der Fluss uns trägt. Wir befinden uns hier lustigerweise auch noch in Colorado, meinem Lieblingsbundesstaat in den USA, und begleiten Victoria Nash, die zusammen mit ihrem Vater und ihrem Bruder auf einer Pfirsichfarm lebt. Das Buch spielt in den 1940ern. Sie ist 17 Jahre alt und die Familie hat nicht viel mit anderen Menschen zu tun, lebt relativ abgeschieden. Eines Tages trifft sie jedoch Will und das verändert alles. Sie wird durch diese Begegnung langfristig gesehen gezwungen, ihr altes Leben zu verlassen und ums Überleben zu kämpfen. Es ist eine sehr harte Zeit, die sie in Abgeschiedenheit verbringt, in Wut, Trauer, und sie fühlt sich einer großen Verantwortung ausgesetzt. Ich möchte nicht sagen, welche das ist. Das steht, glaube ich, auf dem deutschen Klappentext, nicht aber auf dem englischen, was ich auch spannend finde, aber gut. Es ist ja immer besser und sicherer, weniger als zu viel zu erzählen. Deswegen lasse ich es jetzt mal so. Sie beginnt jedenfalls ein neues Leben, bis der Fluss, der Gunnison River, all das zu zerstören droht, was für ihre Familie lange Zeit ein Zuhause war. Es geht viel um das Thema Natur, aber auch viel um die Verbindung zu eben dieser, um Familie, ihre Stärke, ihren Mut, aber auch viel um Ungerechtigkeit, Reue und um die Steine, die einer Liebe in den Weg gelegt werden, aufgrund gesellschaftlicher Konventionen und auch widerlicher Ansichten. Das Buch deckt einen sehr langen Zeitraum ab, insgesamt 2 Jahrzehnte, meine ich. Und am Ende wird alles so würdevoll und harmonisch, aber nicht realitätsfern oder kitschig abgeschlossen. Sodass ich auch zusammen mit Victoria zu der Ruhe kam, die ich mir die ganze Zeit über so sehr für sie gewünscht habe. Abgesehen von den wundervollen Naturbeschreibungen spielen aber auch die Native Americans hier eine Rolle. Leider auch der Rassismus gegenüber diesen Menschen. Aber deswegen war für mich halt eben auch alles in diesem Buch, was mich anspricht. Also es waren alle Themen drin, die mir wichtig sind. Und apropos Ureinwohner, das muss ich jetzt eben noch kurz ergänzen. Irgendwer von euch hat mir eine Mail mit Buchtipps dazu geschickt. Vielen Dank an der Stelle. Ich habe nur das Problem, dass ich die Mail nicht mehr finde und dir dementsprechend nicht antworten kann. Vielleicht gelingt es mir doch noch. Ansonsten, wie gesagt, auf diesem Wege vielen Dank. Ich habe mir die Tipps natürlich aufgeschrieben und freue mich über solche Empfehlungen immer sehr. Zurück zum Buch. Gerade aus dem Grund, weil in dem Buch alles abgedeckt wurde, was ich liebe, zweifle ich aber auch so ein bisschen an meiner Objektivität. Und ich meine, Rezension ist immer irgendwo subjektiv, aber hier jetzt besonders. Und ich glaube, dass mich das manchmal auch über die Machart etwas hinwegsehen hat lassen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich ihren Schreibstil jetzt unfassbar gut fand oder so. Ich denke eigentlich, dass er streng genommen eher Durchschnitt war. Aber Leute, das ist Meckern auf hohem Niveau. Also es deckt wahnsinnig wichtige Themen ab. Auf Englisch auch super einfach zu lesen. Und ich muss wirklich sagen, dass mich die vergangenen Monate ja wieder viel mehr zu englischer Lektüre gebracht haben. Also ich denke dann immer so, wenn man die Sprache versteht und dadurch die Möglichkeit hat, das Original zu lesen, ist es doch eigentlich viel besser, weil selbst wenn die Übersetzung grandios ist, irgendwas fehlt halt immer, denke ich zumindest. Das ist halt so der Punkt. Und ich habe es wirklich sehr genossen, also das ist auch ein Buch, was in meinem Bücherregal bleibt. Und jetzt noch zu den beiden Büchern, die in den letzten Monaten von der
Buchhandlung Jakob an mich geschickt wurden. Ich muss sagen, ein Buch musste ich umtauschen, weil das, was mir geschickt wurde, hatte ich schon. Das stelle ich euch aber auch erst im nächsten Lesemonat vor. Deswegen kann ich noch nicht sagen, welches es war. Und bei dem anderen Buch ist es tatsächlich eigentlich auch so, dass es ein Ersatz war, weil das, was mir eigentlich geschickt wurde, verloren gegangen ist. Und leider ist es auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Ich persönlich glaube, dass, da kann die Buchhandlung Jakob auch nichts dafür, aber ich glaube, dass die Post das immer in meinen Briefkasten gesteckt hat. So stand es auch in der Sendungsverfolgung. Und dann hat das immer so zur Hälfte rausgeragt und irgendjemand hat es mitgenommen oder so. Anders kann es nicht sein, weil es ist jetzt wirklich schon leider mehrfach passiert. Und so traurig es auch ist, aber das wird der Grund sein, warum ich das Abo für nächstes Jahr wahrscheinlich nicht abschließen werde. Weil sie haben jetzt halt gesagt, das ist einmal okay, aber sonst können sie das halt auch nicht machen, weil sonst bleiben sie ja auch auf den Kosten sitzen. Deswegen verstehe ich das natürlich. Super ärgerlich. Aber gut. Das erste Buch, und das hört sich so, so toll an. Wirklich. Also genau nach meinem Geschmack. Das war wieder eine tolle Auswahl. Ist von Elizabeth Tova Bailey. Das Geräusch einer Schnecke beim Essen. Eine Liebeserklärung an das Leben. So sieht es aus. Und ich lese euch mal den Klappentext vor. Da ist hinten ein Zitat von Elke Heidenreich drauf. Seite um Seite wird der Leser mehr verzaubert von so viel kleinem Wunder. Eine schwere Krankheit zwingt die Journalistin Elizabeth Bailey in die Isolation. Aufgrund starker Erschöpfung ist es ihr monatelang nicht möglich, das Bett zu verlassen. Kein Arzt kann ihr sagen, wie lange dieser Zustand anhalten wird. Die Situation scheint hoffnungslos. Doch eine Schnecke, die auf den Blättern einer Topfpflanze in ihr Haus gelangt, verhilft Elizabeth ganz unerwartet zu neuem Mut. Von ihrem Bett aus beginnt sie, die Schnecke zu beobachten und kommt aus dem Staunen über den Überlebenswillen und die Widerstandskraft des kleinen Tieres bald nicht mehr heraus. Nochmal ein Zitat, tröstlich, poetisch, verblüffend. Und da muss ich sagen, dass ich mir wirklich vorstellen kann, dass das ganz, ganz toll ist, weil ich ja großer Fan auch von Tieren bin, welcher Art auch immer, es sei denn, es sind Spinnen. Und ich denke, dass man so viel von ihnen abschauen kann. Und genau davon soll das Buch ja auch handeln. Also, dass man in einer scheinbar ausweglosen Situation ist und dann einfach mal alles um sich herum genau beobachtet und daraus was ziehen kann. Ich denke, das wird richtig toll. Also, ich freue mich schon, das zu lesen. Wirklich. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, weil ich persönlich habe das zum ersten Mal gesehen, als es mir geschickt wurde. Das zweite Buch habe ich nicht zum ersten Mal gesehen. Das habe ich bei Instagram vor einigen Monaten oder vielleicht schon vor einem Jahr oder ich weiß nicht, wann das erschienen ist, öfter mal gesehen. Hat dann nicht ganz so tolle Bewertungen bekommen. Also wir werden sehen. Auch hier könnt ihr dann eure Meinung hinterlassen, falls ihr es schon gelesen habt. Und zwar von Nicolas Mathieu wahrscheinlich. Wie später ihre Kinder. Ein großer, wütender, melancholischer Roman. August 1992, ein Ort im Osten Frankreichs. Stillgelegte Industrie. Ein See, ein heißer Nachmittag. Anthony ist 14 Jahre alt. Gemeinsam mit seinem Cousin beschließt er aus Langeweile, ein Kanu zu stehlen, um zum geheimen Badestrand zu fahren. Es ist der Beginn der ersten Liebe und eines schicksalhaften Sommers. Das Drama des Lebens nimmt seinen Lauf. Ein weiteres Zitat. Ein großes Gesellschaftsporträt, ein Roman, der vom Rand der Gesellschaft aus ins Zentrum unserer politischen Krise zielt. Und dann noch ein weiteres. Der Autor schreibt Sätze, die wie Fallbeile niedergehen auf ein Land, dem er den Spiegel vorhält. Ich kann mir da noch gar nichts drunter vorstellen. Ich habe auch keine Rezension dazu gelesen. Ich versuche das ja auch immer zu vermeiden, zu viel über Bücher zu lesen. Ich weiß nicht, warum, aber ich lese Rezensionen tatsächlich meistens erst dann, wenn ich die Bücher gelesen habe, um das abzugleichen, was andere noch gefunden haben. Aber ansonsten habe ich immer so die Befürchtung, dass ich zu sehr beeinflusst werden könnte, wenn vielleicht auch unterbewusst. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Aber ja, das ist das zweite Buch. Dieses Jahr werde ich dann noch eines bekommen. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Und auch hier bin ich sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Das ist auch gar kein so dünnes Buch. Also hat auch über 400 Seiten, ist relativ klein geschrieben. Mal schauen. Genau, das sind die beiden. Und das war es jetzt auch von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich habe schon ganz, ganz lange nicht mehr über gelesene Bücher gesprochen. Wo
wurde, glaube ich, mal wieder Zeit. Und ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.